Ja, und hier bin ich nun. Das ist nämlich die finale Ausgabe von unserer Schranke. Sie ist nun endlich geschafft. Den Rest, wie ich sie lackiert habe, habe ich halt nicht mehr gefilmt, weil das war ja das Gleiche. Aber ja, hier ist sie nun endlich. In meinem Eisenbahnzimmer. Nach über 2 Jahren hat sie es endlich in mein Zimmer geschafft. Und sie sieht einfach mega aus. Es war aber jetzt mordsschwer, das Ding hier hochzukriegen, weil das Ding war sauschwer. Oder die weit fair. Mein ganzer Arm tut jetzt weh. Aber es hat sich gelohnt. Die Schranke ist richtig geil. Die Farbe, wie die schon glänzt alleine, ey, das sieht geil aus. Und durch das bisher erkennt man das zwar nicht richtig, aber ich habe hier Bordeaux-Rot oben benutzt. Weil dieses normale Rot hier, ne, das wäre ein bisschen seltsam, wenn das auch hier oben wäre. Weil vorher auf den Plastikdingen, die ja immer oben waren, war das ja auch so dunkelrot, so Bordeaux-Rot-mäßig halt, ne? Und da habe ich einfach Bordeaux-Rot genommen und ja. Und das war mal Pappe hier. Ich habe einfach Pappe benutzt, das so hoch gemacht und jetzt die Farbe, diese Pulverfarbe fühlt sich einfach richtig glatt an. Richtig geil und generell die ganze Schranke hier, ja, die fühlt sich ja geil an. Die Farbe richtig geil, alles schön glatt. Also ich bin echt zufrieden mit der Schranke und ja, diese Wartezeit, die hat sich doch sehr gelohnt. Also ja. Das Ding ist einfach geil. Schwer, aber geil. Ja, und ich denke mal, ich werde die hier so gegen die Wand so hier irgendwie stellen und das Ding, dann kommt die auch mal endlich weg. Und hier ist noch ein Bild, ja, das wird nur nach 43, aber dazu kommt später auch nochmal was. Ansonsten, das war es aber von meiner Seite mit der Schranke. Und ja, dann haben wir dieses Projekt nun auch endgültig abgeschlossen. Hoffentlich kriege ich irgendwo mal ein WSSB Andreaskreuz her, dann wäre das auch richtig toll. Ansonsten war es erstmal von meiner Seite. Jetzt kommen zum Schluss dann nochmal Bilder von der Schranke in ihrer vollendeten Position. Und ja, dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ja, ich hoffe halt, es hat euch gefallen, ne? Mit dem Projekt der WSSB-Halbschranke, ne? Jo, dann hasta la vista, ciao, Tschüssikowski, peace out, ich bin raus. Euer Baureihe 99 32 Freak.